Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Falscher Knopf, dammit. Ich wollte mich gerade fast schon selber loben nach dem Motto, hey, hast du denn sofort den richtigen Knopf gedrückt? Unglaublich. Aber nein, direkt den falschen. Fängt gut an. Der Jitter Devil Saga 2 hier. Yo, yo, yo. Lass mich mal einmal kurz nachgucken, ob das hier irgendwie wirklich Sinn macht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne. Pflanzen sind sehr selten in dieser Welt. Sie können ausgetauscht werden im Mad Mart für Geld. Was ich sagen wollte, ist, ich bin mir nicht sicher, ob es irgendeinen Effekt hat, auf den Solar Noise zu warten. Also zu sagen, ah, okay, der ist Max und bla bla, und dann kriegt man halt was anderes. Aber nein. Hat keinerlei Effekt. Das ist doch gut so. Das ist ein großer Kommand. Oh, leichte Beute für den Gale, leichte Beute. Und auch leichte Beute für den Sam. Na, wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass ich Magenschmerzen kriege? Sehr hoch! ich habe Angst. Angst vor dem RNG in Spielen mittlerweile. Ich habe das Gefühl, alle Videospiele, die ich LP'e, wohlbemerkt, hassen mich. Und dementsprechend habe ich dann sehr, sehr schlechte Sachen. Aber nur so ein Gefühl. Muss nicht stimmen, aber die letzten paar Male, die wir hier irgendwas am Empfehlen waren, die haben mir schon gezeigt, dass ich weiß nicht, was ich getan habe, aber es ist halt so. Ich habe schon erwähnt, dass das Spiel halt schneller ist hier. Mag nichts. Ja, gut, sie kann Patra, mit Giftar, aber ist egal, das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich hab's ja extra gemacht, abgesehen davon, dass wir Punkte sammeln müssen. Ein bisschen. Ist es ganz praktisch, gegen Gift etc. zu haben. Es ist gegenwärtig der. Lass mich nochmal gucken. Was haben wir heute? Den vierten. Der Part geht hoch am 6. müsste es sein. Und heute am 4. Das war gegen. Lass es 12 Uhr gewesen sein. Nur mal so aus dem Nähkästchen plaudern, weil so viel passiert hier gerade nicht. Gegen 12 Uhr, da ist ein Leiter, okay, ist da oben eine Sackgasse. Gegen 12 Uhr, Pi mal Daumen, wurden 5 meiner Videos mit einem im Prinzip Copyright-Claim versehen. Wir reden hier von Kingdom Hearts 44, 45 müsste es gewesen, also Kingdom Hearts 1. Part 44, 45. Dead Space, irgendwas und Kami. Ich glaube 2 und 3 oder 3 und 4. Und was mich daran so ein bisschen in Anführungszeichen entsetzte, ist, es ist ein spanischer YouTuber. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob er auch noch was anderes macht, außer auch Gaming-Videos. Aber ein spanischer YouTuber, der kommt und sagt. Die Videos habe ich gemacht, beziehungsweise zumindest also Teile des Videos, die gehören mir. Für diejenigen, die jetzt einfach mal lachen wollen, der Typ kommt 2 Jahre nach mir auf YouTube und all seine Videos, die ich angeblich geklaut habe, oder zumindest benutzt habe, um gefragt, sagen wir es mal so, geklaut ist jetzt nicht Wort, egal. Da haben wir das, was ich vorhin angesprochen hatte. Wenn wir an der Ecke sind, bevor ich jetzt weiter erzähle, wenn wir an einer Ecke sind, dann können wir eben neue Mantras freischalten. In dem Fall haben wir deswegen nämlich jetzt hier mehr Mantras, um halt mehr Zugriff zu haben. Ganz einfach. Mehr ist das hier nicht. Sieht zwar spektakulär aus, wenn man so möchte, spektakulär in Anführungszeichen vielleicht auch wieder, aber das ist halt dann schon alles. So. Ja, ich bin jetzt tatsächlich nur zurückgelaufen, um eben schnell noch Agi mit reinnehmen zu können, weil, warum nicht? Warum denn nicht? Void Ice und so ist zwar auch eine schöne Sache, aber warum sollte ich nicht auf ein Feuer auf mich werfen können? Wir alle lieben Feuer. Außer es ist in unserer Wohnung. Dann ist Feuer blöde. Ich hab mich gerade personifiziert, nein mehr. Ist egal. Zurück zum Thema. Also, sagt er, auf Mara geht man selber, okay. Diese Videos hätte er gemacht. Nur halt, das Problem ist, seine Videos kommen nach meinen. Um Jahre.
Also weiß ich nicht, was das werden sollte. Also habe ich Einspruch erhoben. Es ist mir ja theoretisch egal, wenn irgendwas. Ja, ich habe das Gefühl, ich hätte die andere Leiter nehmen müssen, um an den Schalter zu kommen. Ich glaube, das wird das vielleicht rein. Wenn eine Firma, Musikfirma, sag ich mal, oder wenn Nintendo, sag ich mal, kommen würden und sagen, hör mal, das Spiel, was du da spielst, sagen wir mal, ich habe Mario LPs, das Spiel, was du da LPs, das gehört uns. Dann kommt meistens eigentlich nur sowas wie, kannst du gerne machen, aber Werbeeinnahmen, die gehören uns. Das heißt, auf dem Video ist auf einmal dann wieder doch Werbung, weil ich habe ja mal vor nicht allzu geraumer Zeit gesagt, hört mal, ich mache keine Werbung mehr auf meinen Videos. Und ja, dann kommt halt die Werbung von außerhalb, weil jemand gesagt hat, die Musik, die in dem Spiel vorkommt, das Bildmaterial, weil es natürlich Mario, Nintendo und sowas zum Beispiel, ne, das gehört denen. Aber ich find's halt relativ dreist zu sagen, hör mal, ja, ich bin auch ein LPR, aber das, was du da gemacht hast, vor meiner Zeit, das ist meins. Was? Naja. Das so zu den Geschehnissen des heutigen Tages sozusagen. Ich versteh's halt nicht so wirklich, aber das soll mir egal sein. Aber auch nicht. Ich meine, gut, ich mach gerade ein Critical, das ist auch in Ordnung. Eigentlich war das dumm von mir, weil, na, prinzipiell hätte es normal angegriffen, wäre der Kampf noch nicht vorbei und ich hätte mal einen Angriff von dem kleinen Pfützenmonster ertragen müssen. Muss ja nicht sein, sowas, wenn ich dem denn entgegen kann. Wenn nicht, dann, naja, dann ist das eben so. Aber ja, die Leiter hoch, dann können wir hier den Schalter drücken. Na gut, wir müssen den 2 drücken. Aber nichtsdestotrotz, ich muss hier hin, ob jetzt zuerst oder nicht, ist wieder egal. Ich verstehe es, wird sich nicht öffnen, bevor wir mehrere Schalter gedrückt haben. Das ist ziemlich nervig. Und, ah, sehr schön. Tutorial, was jetzt per Zufall ausgelöst wurde. Wenn der Solar neu ist, also das Geräusch der Sonne, ich weiß nicht, war noch komisch, wenn man so darüber nachdenkt, aber egal, stark ist, kann der Hunger, ich sag mal, den Willen überkommen und die Party begibt sich in den Berserker-Modus. Die Berserker-Form hat unglaubliche Kraft, erlaubt physische Angriffe, die jede Form von Resistenz durchbrechen. Aber da es keine vollständige Dämonenform ist, ist die Verteidigung gleichzeitig schwach. Zauber und Kombos können auch nicht genutzt werden. Sich zurückzuziehen ist eine Option, aber wenn man den Kampf gewinnt, verdoppelt sich Karma. Und ich glaube, Geld schon auch. Die Sache ist halt, wir können physische Angriffe tatsächlich durchführen. Und theoretisch alles, was trifft, soweit ich weiß, ist immer ein kritischer Treffer, aber man muss halt treffen. Natürlich habe ich. Ich sag ja, ne? RNG! Ich komme in dieses Spiel und habe so beschissenes RNG, dass ich natürlich sofort wieder sterbe. Oder so gut wie ich sterbe. Es ist doch unfassbar. Okay, dann ist nicht jeder Treffer eigentlich auch. Obwohl, ich glaube, jeder Treffer ist ein Critical. Aber nur, wenn man ihn trifft. Ja, der arme Surf. Ich hab's schon mal erwähnt, aber mein RNG-Glück, zumindest was jetzt Digital Devil Saga anging, ja, reden wir nicht von, ne? Reden wir nicht von. Es ist nicht vorhanden. Prinzipiell ist der Berserker-Modus eine gute Sache. Also, relativ gesehen, ihr habt gesehen, einen relativ einfachen Kampf kann ich schon zerlegen. Aber man ist halt tatsächlich sehr stark dabei unterwegs. Naja, und ansonsten macht das überhaupt keinen Unterschied. Es gibt allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich sogar einen Ring, den wir später dazu, dabei zu bleiben, prinzipiell kriegen können, der es uns erlaubt,
den Kampf immer im Berserker-Modus zu starten. Prinzipiell eine sehr, sehr schöne Sache. Weil, ne, wie gesagt, man hat's gesehen. 150 Schaden, Pi mal Daumen, von meinen unter nicht so starken physischen Angreifern. Und ja, so kann man sehr, sehr viele Kämpfe relativ schnell fertig kriegen. Ich weiß nicht, ob so etwas wie physisches Reflekt oder so von einem Gegner aus damit eine Rolle spielt. Ich würde gerade nämlich aus dem daraus sagen, nein, ich nicht, aber ich kann ja auch irgendwie. Ist das Eis? Nein. Ist das Rot? Nein. Ist das Gegner drin? Auch Zahn? Nein. Ist das Fluch? Ja. Was ist mir egal. Es ist Feuer. Ich meine, okay, ja, verständlich. Haare und so brennen. Fände ich auch nicht so toll, wenn jemand meine Haare anzieht. Und ja, ich muss diese Haare. Falls das jemand fragen will. Die sind definitiv Eis. Also, die sind Eiskreaturen. Ich weiß nicht, ob sie dann eine Schwäche gegen irgendwas von dem haben, was ich hier mit mir schleppe, aber. Ah. Okay. Geil, geil, geil. Was soll ich nur mit dir machen? Ich brauch Schmerzen. Hast du nicht spielen. Das LP ist ab. Das LP wird an dieser Stelle abgebrochen. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Das kann ja nicht sein. Ah, Mann. Wie viel Schlechtes kann in einer Folge passieren? Wir werden es wahrscheinlich irgendwann mal tatsächlich herausfinden. Spätestens dann, wenn ich durch normale Gegner höchstwahrscheinlich dann in dem Fall sogar ein Game Over irgendwann mal erreichen werde. Bis dahin gucke ich mir das halt einfach nur an und denke mir. Mist. Okay. Boost Magic Spells. Town Charger. Das ist eine schöne Sache, relativ früh zu erreichen. Wie man sieht, gar nicht mal verkehrt. Schuma, Schaden. Das ist definitiv nicht. Aber Blitz können wir nehmen. Wir haben ja jetzt gerade, ich sag mal, die Verlegenheit, dass wir mit drei Charakteren im besten Fall versuchen, jede Form von Magie zu nutzen. Da haben wir ja nur Feuer, Eis, Wind, Erde, Blitz. Das war's sogar, das sind fünf. Fünf Arten von Magie, die wir versuchen müssen zu nutzen. Aber ist theoretisch wäre da eine Tür, um da was gut zu wissen. Also ja, mit diesen fünf Charakteren müssten wir halt irgendwann mal zusehen, dass wir alle mit den dreien und die fünf so fünf Arten drauf haben. Es wäre zumindest wünschenswert, sagen wir es mal so. Für spätere Ereignisse. Übrigens, das Schlimmste momentan ist immer noch relativ früh am Tag. Also, früh am Tag, in Anführungszeichen. Gerade 8 Uhr ist es. Stockbooster da draußen. Und das Wohnzimmer ist schon wieder mehr so in einer Art, würde ich sagen. Ja. Fernseh und Tindig und Schlafstimmung, weil. Es ist einfach so düster immer und so früh und das macht keinen Spaß. Ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht. Ich habe das Gefühl, ich bin zu alt für sowas. Und werde immer zu früh müde. Dafür habe ich morgen Nachtschichten, also von daher passt das schon. Das wird dann voll super. Ja, die ganze Nacht da mich mit anderen Sachen beschäftigen müssen. Zügen. Meine Damen und Herren, mit Zügen. Anyway. Habe ich Glück und bin im richtigen Tunnel gelandet? Ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, aber wer weiß, was ich genau. Ich bin dann bei euch, jemand fliegt. Ne, jemand Erde. Also beides. Nein, ihr seid nur mit. Ich glaube, ich sollte anstatt gleich auch schon mal den Ingest-Mana.
Also dafür sorgen, dass sie theoretisch auch was essen kann und dann noch Mana zu gewinnen. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Analysieren ist sowieso überbewertet. Und da haben wir eben just Mana, zack, weg. Rein theoretisch eher random. Random interessiert mich nicht. Plus das da. Also können sie zumindest alle drei rein vom Prinzip her alles was. Das ist so ein sehr guter Gedanke dabei. Wir halten einen Vitalring. Aha. Kann dann Gale ausrüsten. Dann hat er mehr HP, was angesichts seiner Techniken mit Land Rush etc. gar nicht mal verkehrt ist. Zumindest vom Prinzip her. Ich habe wieder dieses trügerische Gefühl, dass wir hier richtig sind. Was blöde ist, weil dann heißt es, hier oben das Stückchen. Dann wäre da ein Gang, der wahrscheinlich nach hier hinführt, dahin zu kommen oder so ähnlich. Aber, das Schlimme ist auch noch immer noch, ich zeige auf der Karte, auf der man kein Icon sieht, wo ich bin oder sowas in den Dreh. Ja, dann drückt man den und dann kommt man da und dann macht man hier. Ja, das hilft keinem, aber. Okay. Primal Dance Combo. Heavy Damage, physisch ein. Nein, ja, ist egal. War halt jetzt alles so nicht ganz das, was ich eigentlich drücken wollte. Aber ist auch egal. Wenn man wenigstens eine Art, nennen wir es mal, Hungermeter hätte oder sowas, dann bedanken würde, wenn du den und den Gegner isst, dann kriegst du nicht so viel drauf oder so. Oder zumindest nicht so viel, dass du Magenschmerzen kriegst. Das wäre schon ganz cool. Ah, ich habe sowas von das Gefühl, wir sind hier richtig. Das ist halt. In dieser Folge passiert auch nur, naja, nichts Schlimmes richtig. Aber nicht konsequent das, was ich möchte. Könnte fast meinen, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Und die Aussage wäre ja gar nicht so falsch, gemessen daran, dass das letzte Mal, wie ich das durchgespielt habe, das Jahre dazu. Jahre. Nichtsdestotrotz ist das. Ja. Wenn du dich gegen Feuer schützen, kann ich nicht allzu viel dagegen machen. Das ist halt so. So, ihn einfach weg. Kann ich nicht essen. Das ist wunderbar. Und dann hauen wir einfach nochmal drauf mit dem Zehennagel des Schicksals. Man muss ja hier wunderschöne Techniken damit, ich sag mal zumindest, sich zu eigen machen. Ich meine, im Prinzip ist Gay ja so ein umgedrehter Wolverine, ne? Dass seine Klingen aus dem Fuß kommen. Sein Fuß Wolverine. Für diejenigen, die Wolverine gerne mögen, gucken, verehren, wie auch immer. Bitte verklagt mich nicht. Das ist nur ein blöder Witz, aber ja. Das ist gut, das geht daneben. Ja. Kann man fast jedes Mal daraus schließen, wenn so eine komische Animation macht, geht daneben. Aber. Also, lass mich doch nicht im Stich, es ist doch nur eine Wasserschlange. Ich habe noch nie versucht, von einer Knochenklinge einen Wasserschlag zu bekommen. Und höchstwahrscheinlich, mit aller Wahrscheinlichkeit, wird dieser Tag auch nie kommen. Aber man sagt ja auch trotz allem, sag niemals nie, ne? Zumindest wurde mir das im Fall mit der Mauswanderer beigebracht. Sag niemals. Nee. Tja. Eine Möwe oder eine Taube? Ich glaube, eine Taube, die das gesungen hat. Naja. Wenn eine Taube das gesungen hat, zu einer kleinen Maus, dann muss das wahr sein. Außer natürlich mit dem Disclaimer, Sachen, die hier so vorkommen, entsprechen unbedingt der Realität und sollten hier nicht erleben. Abgesehen davon. Magenschmerzen davon? Nein! Ausgezeichnet! Jetzt wäre es allerdings langsam auch sehr schön, wenn meine Charaktere anfangen würden, mehr Slots zu haben.
für Skills, sonst wird es irgendwann halt zu voll und ich kann nichts mehr setten. Und das ist schlecht. Das Schöne an dem Spiel ist ja, man kann tatsächlich super viele Fachbegriffe einfach reinwerfen. Und ein Außenstehender wird niemals verstehen, was man da gerade redet. Also, das ist zumindest mein Gefühl davon. Ich finde das gar nicht mal schlecht. Quick Data? Quick Data. Ah, verstehe. Okay. Wir haben wieder mal die... Die hießen damals nicht Data Noise, genau. Damals hießen sie Noises, jetzt sind es Datas, die uns die Möglichkeit geben, unsere Werte einfach noch zu erhöhen. Das ist eine schöne Sache. So, ich habe einen Schaden schon gefunden mit 24. Den kann dann nochmal Gale nehmen. Wunderbar. Und prinzipiell ist unsere Zeit schon wieder vorbei. Es ist ein Traum. Wobei die Dungeons alle nicht allzu lang sind. Ganz vorsichtig gesagt, aus dem Fenster lehnen, so dass, sollte ich gerade Mist erzählen, mich niemand verklagen kann. Oh, neue Gegner. Schön. Wogegen seid ihr denn schwach? Eigentlich seid ihr stark. Theoretisch, so wie ich es mir gedacht hätte, dass wir halt einfrieren oder sowas. Feuer müssten sie eigentlich ganz gut abkönnen. Aber naja. Oh, wow, das ist gut. Ich habe. Wenn man sich zurückerinnert an den letzten Part, glaube ich, war es, wo ich die Items noch gekauft habe. Ich glaube, ich habe gesagt, na, ich gehe nicht davon aus, dass wir Anti-Stein brauchen werden. Weil wir sind am Anfang des Spiels. Die werden die Gegner noch nicht mit Steinen um sich werfen. Ha! Friss das vergangenes Leben. Ah, der Kaiwan, den ich damals gehasst habe ohne Ende. Hat hier wieder seinen Auftritt und er ist eigentlich immer noch gegen Feuer, was gut ist. Er war damals schon ein Eiskollege oder ein eisiger Kollege. Na, kleiner Wortwitz. Zwicker, zwicker. Aber, naja. Einmal das kühle Herz aufgetaucht und dann sind wir fertig damit. So, und ja, das heißt für mich, ich werde wahrscheinlich am nächsten Speicherpunkt wieder Schluss machen. Weil ich diese Part tatsächlich nicht allzu sehr in die Länge ziehen möchte. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare schreiben, ob ich das anders handhaben soll. Dann werde ich das ab dem Punkt, wo ich dann nicht mehr aufgenommen habe, natürlich nicht handhaben. Wobei ich natürlich jetzt in dem Fall die Meinung natürlich erst hören werde am... Lass mal sehen, am Samstag ist das dann. Naja, eigentlich am Freitag. Irgendwann Richtung Freitag werde ich dann eure Meinung natürlich auch hören. Ja. Vielleicht mache ich das auch, wenn die Dungeons länger werden, wenn die Parts länger, aber so haben wir uns rein theoretisch zu zwei Terminals vorgearbeitet. Ah man, das klingt so verdammt. Ich nehme es in solchen. Also in solchen Parts nehme ich tatsächlich auch niemanden übel, wenn er sagt, ja. Eigentlich wollte ich ja kommentieren, aber ich wusste absolut nicht was. Oh, echt jetzt? Ich hatte irgendwie erwartet, dass der sich dann fassen lassen würde. Das ist doof. Ich wollte den Part wenigstens beenden, indem ich Eis dem fertig kriege, aber naja. Ja, in solchen Momenten kann ich das niemandem übernehmen, weil wenn in einem Video nichts passiert, dann passiert in einem Video nichts. Da kann ich nicht verlangen. Und jetzt schreibt mir bitte einen Aufsatz über 500 Seiten, was ihr an dem Video so cool fandet. Und alles andere bitte lasst weg. Weil ich habe Angst um sowas. Können wir die nächste Tür schon öffnen oder kommt da. Das ja. Oder kommt da eine Mitteilung aller da vor, weil da vielleicht was sehen wird. Das werden wir jetzt in diesem Part noch herausfinden und dann hat es schon gesagt. Alles klar. Jetzt habe ich keine Frage mehr. Ah. Ich habe sogar bitte gesagt, der hat es noch nicht fertig gelegt. Ah, come on! Ich sag doch, das Spiel hasst mich. Ich sage, ich will nur mal eben noch, dass wir herausfinden, was hinter der Tür ist. Und was ist meine Belohnung dafür? Zwischenkampf.
Und noch ein Zwischenkampf. Nur um sicher zu gehen, dass du auf dem Schluss machst, dass du wieder auf dem falschen Terrain bist. Bei euch. Das war im Prinzip nur noch der falsche Knopf, hat aber gereicht. Echt jetzt. Ein Erfahrungspunkt. Okay, okay. Also wenn da tatsächlich was Schweres hinter ist. Come on. Das ist doch echt lächerlich. Wollte ich eigentlich gerade sagen, dann gehen wir jetzt nur eben zum Terminal, packen neue Sachen rein und dann gehen wir noch da rein, was hinter der Tür ist. Ich denke, das ist ein guter Abschluss für das Video. Stattdessen kriege ich halt sowas nochmal auf die Ohren gepeitscht. Ich meine, wenn ich jetzt gerade versuchen würde, nochmal eben schnell so ein, zwei Mantras zu lernen. Kann ja auch sein, ne? So nach dem Motto, ich stehe kurz vor dem nächsten Boss, ich trainiere noch ein paar meiner Mantras, um sicher zu gehen. Ah, 6, das ist sehr schön. Er hat gerade eine Perle ausgespuckt. Na gut, kann passieren. Und dann machen wir noch das, was hinter der Tür ist, und dann ist es schick im Schatten. Ich denke, das ist ein ganz guter Kompromiss. Hoffe ich doch mal. So, Eisdämon gelernt. Aber Blitzewerfer gelernt. Und Spirit gelernt. Sehr, sehr schön. Biki. Was? Bikuni? Bikuni. Ja, dann lernt man mal Bikuni. Falls ich mich irgendwie super sehr komisch, sehr, sehr komisch. Und ja, warum nicht dann jetzt noch weg? Das war jetzt auch nichts allzu interessantes, aber machen wir mal. So. Echte Menschen, nicht so wie ich. Ich bin ja ein Roboter, der alles perfekt macht. Was hat das geworden? Würden speichern. Und ich würde euch auch empfehlen zu speichern, wenn ihr nicht wisst, was hinter so einer Tür ist. Ich habe meine Mantras nicht gesetzt, ist ja egal. Beziehungsweise meine Techniken, ist aber auch egal. Ihr seid schon hier, ha? Nun, weiter kommt ihr nicht. Ergebt euch oder sterbt. Ihr habt das Kabel auf. Das seht ihr jetzt schon. Das ist nicht gut. Aua. Das ist alles. Okay. Dann spürt mein Zorn. Hier, null. Ich hoffe, das hat sich für euch gelohnt, jetzt im Part noch da gewesen zu sein. Nein. Die Kabel wurden durchtrennt. Diese Soldaten müssen das getan haben. Es gibt nichts, was wir hier tun können. Wir sollten zurückkehren zum Reparateur. Ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das tatsächlich so war, dass ich jetzt zum allerersten Typen rennen musste oder ob hier irgendwas am Boden war. Nichtsdestotrotz hoffe ich, der Part hat euch gefallen. Er ist, naja, dann doch wieder länger geworden, als ich eigentlich vorhatte. Und beim nächsten Mal machen wir weiter im Unterwasserkabel. Part 2, nee, 3 im Unterwasserkabel mittlerweile dran. Bye, bye!